Moin moin liebe Freunde und willkommen zu diesem kleinen neuen Spielchen, zu Superliminal. In diesem Spiel geht es darum, dass wir wohl träumen und wir im Traum diverse Rätsel lösen müssen, ja? Und in diesem Traum ist nichts so, wie es in der Wirklichkeit ist, ja? Es ist völlig surreal und alle Gesetze, die wir kennen, finden in diesem Traum einfach überhaupt nicht statt. Ja, die gibt es einfach gar nicht. Ich habe mich noch nicht so sehr mit dem Spiel befasst, eigentlich gar nicht. Ja, ich habe es runtergeladen, dachte ich, sieht ganz witzig aus. Wir schauen mal, wie lange das geht. Wir starten ein neues Spiel. Are you filled with feelings of self-doubt? Do you find yourself prone to minimizing massive dilemmas? Ja. Or for allowing the smallest problems to get blown completely out of proportion? At the Pierce Institute, our patent-pending SomniSculpt technology provides safe and effective dream therapy. Oh, klingt ja gut. In the comfort of our flagship clinic. Located right next to the secondary overflow parking lot at the University Medical Center. SomniSculpt, we'll make your dreams come true. Alles klar. 1 von 5 SomniSculpt, irgendwie sowas. Merken. Na, wichtig. So. WASD plus Maus. Das scheint einfach zu... Oh, ich bin schon im Spiel. Jo. Ein Raum. Ein Gang. Wir gucken erstmal, was hier drauf steht. Term of Use. Achso, wir gucken gar nicht, wir unterschreiben direkt. Jo, klar. Warum auch nicht? Wahrscheinlich habe ich jetzt eine Waschmaschine gekauft. Okay. Uns bleibt nichts anderes übrig, als erstmal lang zu gehen hier. Was haben wir hier? Perception is reality. Grab. LOL! Du bist jetzt so groß geworden! Ja! Als ob! Geht das auch mit der Lampe? Das verwirrt mich jetzt ja komplett! Genau, ey. So ein riesiger Spielstein hier. Aber ich kann ja wieder kleiner machen, ne? Guck mal, jetzt wieder kleiner. Je nachdem, wie die Perspektive ist. Aber kriege ich ihn noch wieder so klein wie die anderen? Ne, so ist er größer. Jo, passt, ne? Alles wieder in seinem Platz. Passt. Okay. Freunde, das... könnte super interessant werden. Und den mache ich einfach mal klein. Oh. Also, damit ihr es wisst, ne? Wir haben jetzt Donnerstag, 16.40 Uhr. Ich habe gerade Feierabend gemacht. Bin zwar frisch geduscht, aber das Spiel wird mein Gehirn komplett überfordern. Terms of Service accepted. Congratulations on falling asleep. Jo, danke. Welcome to SomniSculpt. Your progress may be monitored by qualified specialists. This orientation will adapt you to eyelids, our interactive, lucid induction dream state in which you retain full consciousness and control. Okay, mit rechts kann ich die rotieren. Ja, alles schön und gut. Ist hier hinter irgendwas versteckt oder was? Oder da ist eine Tür. Oh, da muss ich ja bestimmt aus diesen Klötzen so eine kleine Treppe bauen, ne? Das ist ja kein Problem. Das kriegen wir noch hin. So. Zack, zack, zack. Easy. Geil. So, nächstes Rätsel. Ich bin bereit. No objects beyond this point at all time. Okay. Habe ich mir gedacht. Nämlich doch den hier. Ha! Okay. Aber
den können wir jetzt ja wieder mitnehmen, ne? Eigentlich? Ja. So, dich brauchen wir ein bisschen größer hier, Junge. Na gut, wahrscheinlich nicht so groß. So groß, dass ich da noch aufspringen kann. Ja, komm. Confirmed. You can move freely, interact with surrounding objects, and listen to messages from your patient care team. Please note that I am the standard orientation protocol and that my voice has been explicitly chosen to remind you that I am not a part of your patient care team. I do not care. Das sehe ich ja jetzt erst. Wie fies ist das denn? Oh, Leute. Wenn das so weitergeht, brauche ich gleich eine Aspirin. Was ist das für ein Quatsch? Okay. Das war einfach. Nächster Raum. Da oben ist die Tür. Was haben wir hier? Zum Rotieren rechts klicken. Oh, ein Stück Käse. Das muss aber ordentlich wachsen hier. So. Eine schöne Rampe aus Käse. Oh, wenn das mal im echten Leben auch so ist. Ne? Einfach mal Käse überdimensioniert vergrößern hier. Jawohl. During eyelids, you will lose the ability to awaken suddenly due to realizing that this is a dream. Evidence. I have already informed you that this is a dream. You did not wake up. Please complete the remaining orientation activities. Ja, ich bin ja dabei, dann quatsch mich nicht voll. Da ist Tür. Wo ich die angenagelten Bretter einfach so abziehen kann. Aber erstmal gucke ich hier rein. Der muss ja richtig klein sein, ja, wa? Wie kann ich den denn noch weiter verkleinern? So, also kleiner geht's jetzt wirklich nicht, oder? Also ich würde ja schon gerne hier gucken, was es hier so gibt. Cream Soda. Warning, you have deviated from the orientation pathway. At the Pierce Institute, patient safety is a key node in our corporate priority tetrahedron. A variable degree of force can and will be authorized to ensure patient safety. Please return to the orientation pathway. Please use the other door. Okay, mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Hier kann ich nichts machen. Schade. Und dann gehen wir hier durch. So, los. Ich will aufwachen. Was haben wir hier? Wir haben hier einen Block. Den brauche ich wahrscheinlich. Hier ist ein Glas kaputt. Da muss er hin. Jo, den gib ihm mir noch erstmal. So. Ist ja ganz klein. Mist. Mist. Ha! Also. All environments perceived during eyelids should reflect a typical mental state. If you believe your mental state was compromised by Somnasculpt, please provide a comprehensive, rational explanation in your post-procedural survey. Ja, das werde ich auch machen. Completed surveys may be eligible for a gift card. Was soll ich jetzt mit dem Klotz machen? Ich gehe einfach weiter. Hier rein. Muss ich den etwa da drüber ziehen? So?
Scheiße. Was ist der hier drüben? Oh, ich bin so raffiniert manchmal, ne? Ist ja der Hammer. People beyond the spawn, those objects will be fine. Okay. Es macht Spaß. Was ist das? Muss ich hier rein? Das ist Kunst, ne? Damit kenne ich mich überhaupt nicht aus. Wo muss ich denn jetzt hin? Hä? Warte mal. Ich gehe jetzt nach rechts und komme hier raus? Das ist ja ein bisschen wie Portal, oder? Egal, weitermachen. Da geht die auf. Und da geht die auf. Wir haben hier nichts. Das ist aber schlecht, wenn wir hier nichts haben. Wer denkt sich denn so ein Spiel aus, ey, ganz ehrlich? Kann ich das auch durchs Fenster machen? Nee, ne? Nee. Jetzt muss ich das Schild ja quasi. Graben. Aber jetzt geht's wieder zu. Ich muss das so groß machen, dass es auf beide gleichzeitig ist. Natürlich. So, komm mal her. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Nicht umkippen. Nicht umkippen. Ja. Auch das haben wir mit Leichtigkeit geschafft. Please stand by for polite recognition on your completion of the Somnasculpt orientation. You did it. To maximize the time allotted for your therapeutic journey, please do not delay in proceeding through the final doorway as indicated. Das kann ich jetzt nicht nehmen. Was passiert hier? Kann ich daraus jetzt irgendwas greifen? Ist da irgendwas zu sehen, was ich mir holen kann? Ein Eimer? Nee. Nee. Hier ist ja nichts. Wie komme ich da durch? Das Schild geht auch nicht. Hier kann ich nichts greifen. Hier hinter? Ist hier hinter was? Hallo? Das muss auch einen Grund haben, dass diese Dinger jetzt hier verschoben sind. Käse, komm mal her. Na, komm mal her. Reiner Käse bist du. Ach ja. Da war ja was. Hä? Exit. Ist hier irgendwo... Oh! Der Käse, haben wir doch gelernt, kann auch eine Riesenrampe sein. Richtig? Das heißt, warum nehmen wir den nicht einfach? Und gucken erstmal.
Kannst du den nicht mal richtig nehmen hier? Wieso machst du solche Faxen? Und vielleicht muss ich da irgendwie durchgucken. Aber er sträubt sich. Der Käse will nicht so, wie ich will. Oder so. So geht's natürlich auch. Da geht's weiter. Hier nicht. Ich kann hier nichts machen. Fake-Tür. Okay, es gibt nur einen Gang. Das ist gut, dann gehen wir den doch einfach. Aber das hat mich jetzt ein paar Nerven gekostet hier. Dem Scheiß. Aber wir sind auf jeden Fall nicht mehr auf normalem Weg unterwegs. Level geschafft, kann man sagen, oder? 3 Uhr am Morgen. Erstmal ausmachen. Leute, ich würde sagen, für die erste Folge reicht das schon, um euch einen groben Überblick über das Spiel zu verschaffen. Ich bin gespannt, wie sich das Spiel weiterentwickelt. Ich habe Bock. Ich hoffe, ihr auch. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Bleibt gesund, auf Wiedersehen. Ciao.